Also Querdenken, Neudenken, Andersdenken, das ist natürlich momentan die Herausforderung und eigentlich die Herausforderung immer in der Industrie und auf der Welt. Wenn Sie betrachten, was alles passiert, die Komplexität, die Globalisierung, Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeiten 4.0, dann bedeutet das natürlich, dass wir die Dinge angehen müssen. Und HR hat eine besondere Stellung im Unternehmen, weil sie natürlich sich zum Ziel genommen hat, die Dinge so zu verändern, dass die Menschen sich mitverändern können. Und damit müssen wir nicht nur selbst neu denken, sondern auch überlegen, was müssen wir tun in unseren Unternehmen, damit es auch vorantreibt. Also wenn Sie querdenken wollen, wenn Sie sich von Gewohnten verabschieden wollen, dann bedeutet das auch, Dinge neu zu tun. Und das bedeutet, eine Organisationsstruktur zu haben, die nicht mehr hierarchisch ist, sondern agil. Die erlaubt, dass sie in Netzwerken zusammenarbeiten. Die erlaubt, dass sie sich auch austauschen können über Hierarchiegrenzen hinweg und auch über die Globalität hinweg, also sprich über alle Länder hinweg. Und das bedeutet, dass wir in der HR diese Strukturen schaffen müssen, unsere Teams dabei zu unterstützen und auch die Teams logischerweise im Geschäft, dass genau das auch tatsächlich machbar wird. Ja, also Arbeiten 4.0, alles im Umbruch und die Frage der Zeit. Wissen Sie, ich halte das natürlich für, ehrlich gesagt, auch eine ganz gute Entschuldigung zu sagen, ich habe ja gar keine Zeit, mich um diese Themen zu kümmern, ich habe operativ so viel zu tun. Sie müssen umsteuern und Sie müssen einfach andere Dinge tun, als Sie sie vorher getan haben, weil das bedeutet Agilität, das bedeutet auch horizontale Führung, das bedeutet Kommunikation über Silo-Grenzen hinweg. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Also vieles können Sie automatisieren und können Sie beschleunigen, indem Sie Big Data nutzen. Ehrlich gesagt bedeutet das natürlich auch, bestimmte Dinge zu delegieren, und es wird Teil der Arbeit der HR-Führungskräfte, dann sich genau um diese Dinge und um die Veränderungen auch zu kümmern. Also insofern manchmal eine schwierige Herausforderung, weil es sehr, sehr viel Druck ist und damit müssen Sie neu priorisieren. Aber ja, die Zeit muss gefunden werden, weil die Geschichte wird geschrieben und da ist die Frage einfach nur mit Ihnen oder ohne Sie.